Bitte heute mit Ihnen nicht. Sie sind nicht in einer Verfassung, in der es Ihnen ansteht, mir hier jetzt zu sagen, was ich heute denken sollte. Sie haben hier zum Beispiel gesagt, Herr Kohl, das, was hier gesagt worden sei, müssten Sie sich von Leuten sagen lassen, die Lauschangriffe zu verantworten haben in einer Zahl, wie sie noch nie in der Zeit der Bundesrepublik Deutschland gewesen wären. Warten Sie mal bitte ab, Herr Kohl. Und nein, das kann ja sein, denn die Bundesrepublik ist ja nun schon einige Jahrzehnte alt, nicht? Ich gehöre nicht zu denen, die die Bundesrepublik ruinieren wollen. Ich hoffe, Sie machen noch Halt, Herr Kohl, ehe Sie unwissentlich vieles dazu tun, dass sie ruiniert wird. Meine Herren, solche Werturteile, wie Sie mir entgegenschreien, machen auf mich nur den wehmütigen Eindruck, dass vieles von dem, wofür viele und ich zusammen mit Ihnen von Anfang an eingetreten hat, umsonst gewesen ist. Das beweist Ihre Art. Das beweist auch, ich bin da selbstkritisch, manches von dem, was ich im eigenen Lager hier erlebe. An ein eindeutiges Wort Kurt Schumachers, meines Lehrers. Die Sozialdemokratische Partei Deutschlands ist nach dem Zweiten Weltkrieg von der Idee ausgegangen, ein Deutschland zu schaffen, das die Wiederholung der Schrecken der Vergangenheit ausschließt. Und dabei bleiben wir. Dass, meine Damen und Herren, sehr schwer wird, je länger der Weg dauert und je weniger von denen noch etwas mitwirken dürfen, die das von Anfang an begriffen haben, dass wir, um vieles gut zu machen, was früher war und woran wir manches falsch gemacht haben, nicht wieder kommen zu lassen, ist mir klar. Denn dumm bin ich gar nicht. Das verbrämen wir auch gar nicht. Wir brauchen keine Strategiekommission. Haben wir nicht? Haben wir nicht? Herr Kohl, denn es ist erst 2 Wochen her, da haben Sie von unserer Bundesrepublik als von einer Bananenrepublik gesprochen. Sehen Sie? Ja. Wir hätten Sie, wenn Sie das jetzt für unwahr erklären, nehme ich das gerne entgegen. Das Protokoll, Sie werden es wohl nicht noch nachträglich haben retuschieren lassen, zeigt ja. Und die, die dabei waren, wissen noch ganz genau, wie es wirklich war. Gehen Sie runter von solchen Vorstellungen, die nicht in unsere Landschaft passen. Das müssen Sie mir sagen. Das müssen Sie mir sagen. Ich sage die Wahrheit und wenn ich mich irre, sage ich das auch. Aber Sie sind Leute, die können nur andere mit Füßen treten. Das kriegen Sie nicht fertig. Das kriegen Sie nicht fertig. Mann, hampeln Sie doch nicht so herum. Sie sind doch Geschäftsführer und nicht Geschwätzführer. Herr Abgeordneter Lehner, dieser Ausdruck ist nicht parlamentarisch. Sie haben gesagt, den Sie flankierenden Verleumdungsaktionen draußen. War das parlamentarisch? Ich frage Sie nicht. War das parlamentarisch, einer Partei von dieser Tradition vorzuwerfen, Sie führe und flankiere die hiesigen Debatten mit Verleumdungsaktionen und Kampagnen draußen? Nein, das ist nicht in Ordnung. Und der Partei, die angetreten ist, nach dem Zweiten Weltkrieg ein Deutschland zu schaffen, dass die Wiederholung der Schrecken der Vergangenheit ausschließt, tue ich das. Ich danke Ihnen für Ihre Geduld. Erkennen können. Die CDU hat einmal erklärt, sie würde das Mehrheitswahlrecht zu einer der Bedingungen für die Fortführung der Partei. Hören Sie mal, kann ich nur husten, nicht eine Partei, die zurückgeht, will einer anderen Partei, die vorwärts marschiert, Bedingungen stellen, können Sie nicht mit uns machen. Nein, das war schon Quatsch vor der Wahl. Und das ist jetzt noch Quetscher, wenn diese Steigerung nach der Wahl. Gut, Herr Wehner. Geht es Ihnen so, wie Goebbels damit operiert hat? Nichts anderes, nicht? Sie sind nämlich genauso dumm in dieser Frage, wie jener war. Nur war er ganz jesuitisch raffiniert. Herr Abgeordneter, ich rufe Sie dafür zur Ordnung. Wer rausgeht, muss auch wieder reinkommen.
Ich sage Ihnen Prost. Richten Sie sich doch nur selbst. Dann behaupten Sie, es sei gar keine Demokratie. Das müssen Sie vor einer höheren Macht verantworten. Müssen Sie mit Ihrem Gewissen verantworten. Ich bin es gewohnt, ausgepfiffen und niedergebrüllt und geschlagen zu werden. Dessen schäme ich mich nicht. Es werden sich andere einmal dafür schämen müssen. Die Ergebnisse im Land Hessen, müssen Sie das zurückführen auf interne Querelen in der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands? Ich bin also in der schwierigen Lage, verehrter Herr Lück, zu sagen, wo hören Sie, wenn Sie gleichzeitig fortgesetzt Leute interviewen, Informationen, die mehr sind, als ich sie haben kann. Ich weiß nichts und Sie wissen nichts.